Das Prinzip, was ich gut finde, ist halt Weltlinien. Also, dass man halt nicht wirklich in der Zeit zurückreist, sondern in eine andere Weltlinie geht. Also man reist schon in die Vergangenheit, aber halt dann gleichzeitig auf eine andere Weltlinie. Geht mir doch nicht auf den Keks hier. Und dann können da halt auch Sachen anders sein, ne? Dass du in der Weltlinie vielleicht gar nicht existierst oder sowas. Ja, willkommen zurück zu Guild Wars. Mark versucht, Balthasar zu Ende zu kriegen. Wir warten jetzt schon seit bestimmt 15 Minuten hier beim Reliquiar und reden über Zeitreisen und so. Und Serien und alles. Gesprächsanteil Mario und ich 50%. Also jeder. Nee, stimmt gar nicht. Das wäre zu viel. Ja. Manno. 20% ist Mark. Fuck. Ja, Mit seinem Manno, nee. Oh. Ja, Und ich dazu. Jetzt habe ich euch, ihr Spacken. Und das stimmt. Musst du nicht einfach nur da hoch? Ja, aber ich kann da nicht, ich komme da nicht hoch. Er muss, ja, ich muss einfach nur da reinspringen. Du musst und dann hier, mit dem du musst Ding da hochfliegen. und dann hochfliegen und dann nach rechts runter direkt. Ja, aber mein Idiot fängt nicht an zu gleiten bei diesem Scheiß. Ab hier ist ein Hubbel, da kannst du auch aufspringen und einmal springen, dann bist du drüber. Von dort aus habe ich es ausprobiert. Nö, ja, ich bin auch einfach nur reingesprungen. Ja, versuch mal. Nicht in die Lava. Wenn ich diese Kack-Lava-Dinger da rauskommen würden und mich wieder vom Himmel holen, dann wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit. Echt? Die holen die vom Himmel? Die holen die vom Himmel? Ja, diese blöden Lavaschnecken schießen mich permanent ab. Das haben sie bei mir nicht gemacht. Das haben die bei mir nicht geschafft. Ich wollte aber auch schon sagen, ich habe ja auch Ablenkungs-, also ich habe Kanonenfutter. Aber, ich habe gar nichts. Bei mir haben sie, genau. Haben sie nichts geschafft. Ich kann einfach so, locker hoch und dann rechts rüber. Eigentlich müsste Marc das hier den Bildschirm teilen, also dass wir ihm zugucken können. Wieso bin ich gerade unter Feuer gesetzt worden? Ich dachte gerade, hier kommt ein Gegner an. Gleite, du Idiot. Mann, ey. Jedes Mal hast du bestimmt in die Lava und brennst. Und richtig. Und oh, ist tot. Nein. Jetzt kommt hier noch so ein scheiß Veteran und ich drehe gleich durch. Sag mal, Christian, kannst du eigentlich noch reden? Fuck, 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 fuck. Wer kann noch reden? Grauen? Er hat doch schon was gesagt. Achso. Ja, endgültig hin. Ja, hab ich verlernt. Toll. Tja. So, wo ist da ein Bobbel? Ich sehe da keinen Bobbel, von dem aus man gleiten kann. Ich krieg schon wieder Hunger. Ja, direkt du über liegst, dem. Du liegst genau auf dem Boppel. Von diesem Boppel kannst du hochspringen. In der Lava. In der Lava, das ist ein Lavasee, da ist nichts. Ja, über der Lava. Das ist halt wie in echt, dass die Luft nach oben steigt über der ja, Lava. Ja, das ist mir schon klar, aber dafür muss mein Idiot hier erstmal anfangen zu gleiten. Ich bin trotzdem einfach nur reingesprungen und geglitten und das hat funktioniert. Keine Ahnung, warum dein Baum nicht fliegen kann, aber vielleicht ist er einfach zu morsch, keine Ahnung. Dein Baum brennt jedenfalls, der Baum brennt jedenfalls ganz gut. So, dann fange ich jetzt von hier an und gleite da jetzt rein. So, und wehe, jetzt schießt mich einer runter, ey, dann kriege ich gleich die Krise. Nein, ey, das war zu kurz. Boah, Scheiße, ey. Gehe das hin. Das können wir nicht mal mit angucken. Und wenn ich da ankomme, ist er von alleine fertig. Ja, geh mal zum Stock. Ja. Komme ich dann da drüber? Oh, hier ist ein Hüftpilz. Also wenn du Pech hast, Mario, dann steht, wenn du reinkommst, direkt vor deiner Nase ein Veteran und dann kommst du gar nicht vorbei und stirbst direkt am Anfang. Was? Ja, kann angehen. Kacke, der hat mich gefunden. Boah, nervt doch nicht, du Kackding.
Tja. Ja, wir sind Söldner. Ah, oh, hier ist nämlich auch so ein Lava-Teil mit, ne, mit dem Aufwind direkt drüber. Ja. So, ich versuche mal hier einfach vom Rand da rein zu springen. Und es funktioniert. Keine Ahnung, was du machst. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt zu dir komme. Das sieht nicht so gesund aus hier alles. Das ist ja der höchste Becken. Das höchste Becken. So. Ich habe mich gerade zurückgezogen. Von hier aus kann ich einfach mal gucken. Ich bin jetzt unter dir. Ja. Jetzt laufe ich da einfach rein. Die Ansicht ist aber ja, auch lustig. Wir sehen einfach nichts anderes als die Karte, ne? So. Wir sehen, und dann sehen Hüpf. Wir diese blauen Pünktchen. Hui. Hä, was wie, hä? Ja, ich bin jetzt einfach da oben drauf, so. Wo bist du gehüpft? Ich bin in den Pool reingehüpft und sofort geglitten. Genau so wie du es jetzt gemacht hast. Nein! Nur, dass ich hier oben gelandet bin und nicht runtergefallen. Was fehlt dir jetzt noch, dass du in die Mitte darfst? Was? Gar nichts, aber hier ist ein Aufwind. Hast du alle... Achso, also können wir jetzt zur Mitte? Ich gehe jetzt zur Mitte. Das ist gut. Hast du alle Herzen fertig? Theoretisch. Hast du 5 von 5 Herzen erledigt? Ich versuche gerade zu euch zu kommen. Falsch, aber theoretisch müsstest du da unten auch mit über aufwinden. Ne, aber du bist in die falsche Richtung unterwegs. Wenn möglich, du musst, bitte wenden. Du musst Richtung Nordosten, da ist nämlich noch ein Aufwind, der dich hier zu dieser Brücke bringt. Dann kannst du hier ist der dicke Drache. Der ist egal. Sie fahren in die falsche Richtung. Aua! Scheiße. Bitte wenden. Unfall auf A7 gemeldet. Das ist ja cool. Dafür, dass ich einmal beim Drachen gewesen bin, habe ich jetzt eine Event-Belohnung gekriegt. Gutes Timing. Das Reliquiar des Abaddon sieht aus wie ein Lautsprecher. Ja, ne? Boah, sind wir endlich fertig? Hat eine halbe Stunde. Wenn der Mark hier ankommt, dann wahrscheinlich schon, ja. Oh, wow. Das, ja. Versammelt euch vor mir, meine Kinder. Ja, okay. So. Ja, ich habe den Kartenabschluss. Ah, sehr schön. Es kann weitergehen. Ab jetzt zähle ich 15 Minuten übrigens. Also ihr habt jetzt Bonuszeug. Hättet ihr auch das Jumping Puzzle gemacht, wären wir gleich weit gewesen. Ja, scheiß auf das Jumping Puzzle, dafür haben wir anderes tolles Zeug gehabt. Ihr seid bereit, ne? Ja, anscheinend ja. Ihr habt alle auf Annehmen geklickt. Alle Reliquiare sind mit Energie versorgt. Das magische Netzwerk ist freigegeben. Ich sollte in der Lage sein, jetzt ins Reliquiar des Abaddon vorzudringen. Vorwärts, mein Diener. Halt deine Schnauze. Ja, sollen wir jetzt reinspringen? Ich bin nicht dein Diener. Nach euch. Nach dir. Viel Spaß. Boah. Hallo? Wie kann ich eine Verbindung herstellen? Kommandeur? Könnt ihr mich hören? Ich höre euch. Ich bin im Reliquiar des Abaddon. Äußerst gruselig. Wir sind unterwegs. Fangt nicht ohne mich an. Zu spät. Ich bin drin. Was macht dieser große rote Knopf hier? An diesem Ort hat der Zahn der Zeit genagt. Bitte nichts anfassen. Nichts anfassen, untersucht die Ruinen. Ach, großen roten Knöpfen. Ich kann dir nichts untersuchen. Oh, ich auch nicht. Oh oh. Oh oh. Ihr habt irgendetwas angefasst, oder? Ich wirke jetzt.
jetzt das Portal. Wo? Ende. Wo Ende? Erfrischend. Nee, die Folge ist leider noch nicht zu Ende. Es wäre aber lustig gewesen, wenn hier die Folge dann enden würde. Und ich wusste nicht, ob es euch gut geht. Schön, dass wir noch rechtzeitig gekommen sind. Ich hatte alles im Griff. Es gab keinen Grund zur Sorge. Ich mache mir keine Sorgen. Ich plane. Und ich führe es aus. Ja, wir kriegen extra zu hören, nichts anfassen. Und sind nicht in der Lage, 2 Sekunden zu warten, weil sie da mit dem Portal herkommen. Wann sind wir doof? Nee, ihr seid in der Lage, 2 Sekunden zu warten, aber mein Charakter nicht. Welch ein Witz. Und die ist eine Anführerin. Da ist jetzt ein Schutz. Er ist noch recht neu. Es ist Feuermagie, keine Magie der Mossad. Göttermagie. Wenn der letzte Aspekt hier ist, ist Balthasar hier gewesen. Hauptmann, bleibt hier und bewacht das Portal. Sollte sonst jemand versuchen, es zu verwenden, müsst ihr es sofort schließen. Verstanden? Jawohl, Vorstädterin. Ich werde versuchen, uns den Durchgang durch diese Tür zu ermöglichen. Na, guck dir mal den Hammer an. Hier bei ihrer Truhe auf dem Rücken. War gerade ganz schön hin und her. Okay, hat das so geweckt, als ob... Folgt mir. Der mit ihrer Stimme wackelt. Sich uns in den Weg stellen. Ah, Feuer. Und nicht zu wenig. Sollte es je Zweifel gegeben haben, dass Balthasar hier durchgekommen ist, so geht er jetzt in Flammen auf. Könnt ihr es löschen? Ich kann es versuchen, aber es ist Göttermagie. Schaut doch einmal, ob ihr einen Weg hindurch findet. Ja, war Schuld, einfach. Sie so ersetzbar zu machen. Ah, das war jetzt zur anderen Seite. Ja. Wir müssen die Tür aufmachen. Da sind leider die Knöpfe am Anfang. Ja. Ganz ruhig, bleib in meiner Nähe. Aua. Habt ihr Informationen zu Anis? Ey, das war unfair. Shit, ja, da hat er plötzlich 2 gemacht. Was von sagt. Weil ich eins aktiviert habe. Ihr habt mich umgebracht. Ihr Asche. Ja. Danke, jetzt dürft ihr mich wiederbeleben. Ja, mich auch. Ich werde keine Kugel gerade dafür jetzt aufwenden. Ich bin richtig gelaufen, ihr habt mich umgebracht. Der Marc hat den Knopf gedrückt, er hat uns alle umgebracht. Ich kann mich da rausnehmen. Weißt du, gerade eben hast du den Knopf gedrückt, jetzt hat Marc den Knopf gedrückt. Oh oh, ich komme noch nicht rechtzeitig rüber, glaube ich. Oh. Ja, bring ihn um, bring ihn um, bring ihn um. Ja, ich bin Scheiße, so ultra. Wie kann der das überleben, ey? Ich bin eben ein talentierter Spieler. Quatsch, du bist einfach nur ein Stück Holz. Die schmeiß mal nachher in den Kamin und dann brennst du gut. Kacke, das ist jetzt aber ein blödes Muster. Komm, das überlebst du nicht. Versuch mal zu tricksen. Versuch mich mal von da aus wiederzubeleben. Das geht. Ohne, dass man Schaden... Ja, das geht doch nicht. Ah. Kacke, ich komme nicht an diese blöde Kugel ran, die du da fallen gelassen hast. Beleb Grauen mal wieder. Er steht da. Ja, echt. Läuft einfach weg. Hier. Keine links. Bevor du jetzt ins Feuer... Du, du dummes Stück Holz. Geh mal zurück. Du scheiß... Scheiß Baumstamm, ey. Ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Du stehst doch gleich. Quatsch. Mein Tiergefährte stirbt. Oh. Aber ich habe die Energiekugel nie herangebracht. Dein Tiergefährte ist schwer verwundet, wolltest du sagen. Tja. Hier, sonst nimm doch die Energiekugel, die bei mir liegt. Hat Mike auch noch eine? Wir müssen ja noch eine mehr machen, bevor das fertig ist. Ja. Aber die ist ja relativ nah beim Anfang, die ich hier habe. Ja, die Chancen werden höher. Die Chancen werden höher, wenn 2 Leute leben. Wenn einer das riskiert, stirbt und war es das. Ja, das ist mir schon klar. Du belebst mich gerade wieder.
Das ist bestimmt nicht leicht. Ja, weil du aus einer Kugel liegst. Ja. Ach so, ja. Und Mike liegt an einer anderen Kugel. Ja, beleb mich mal wieder. Ich habe sowieso die besseren Chancen zu leben. Das sieht man. Ja, du hast mich ja umgebracht. Du hast einen Schalter gedrückt. Du Depp. Ja, wo konnte ich denn wissen, dass das Muster sich danach ändert? Hallo? Großer roter Knopf? Ja, auch du draufstehen können. Oder so eine, hier sind Sie sicher Frage, so von wegen, wollen Sie wirklich Ihre Teammitglieder umbringen? Ja, nein. Tja, jetzt müsst ihr mich leider erstmal wieder beleben, weil ich auf einer Kugel lieg. Genau wie Mike. Wir müssen unseren eigenen Killer wiederbeleben. Verdammt. Oh, ich lebe wieder. Jetzt nimmt die Kugel mit und setzt die ein. Dann ist das Muster vielleicht einfacher, was danach kommt. Oh, scheiße. Klicken wir auf die Mini-Bild-Link links oben, ey. Das glaube ich aber nicht. So. Das Muster ist nicht einfacher geworden, würde ich mal sagen. Ihr habt sie während der Rekrutenzeit getroffen? Oder was? Wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Ich bin schon länger bei der Klinge als Anis. Ich vermute, dass ihr das respektiert. Das ist alles. Vor mir. Könnte. Ja, das geht auch nicht. Oh, wie ist denn das Muster? Wir können uns aber einfach töten lassen, dann machen wir Restart vom. Oder nicht? Wenn wir alle tot sind, können wir uns alle. Achtung, ein weiter? Genau. Und ein zurück. Und. Genau. Oh, das ist die Kugel! Roll! Nein, oh. Die Kugel ist jetzt näher beim Ausgang. Nimm die Kugel, dann ist das Feuer aus. Ja, stimmt, jetzt kann er die Kugel. Brauche Unterstützung! Ja, bin ich schon dabei. Nein, wo bist du hin? Meine Kugel. Die Deppen lassen wir liegen und dann gehen wir mit der Kugel weg. Genau. Habt ihr es geschafft? Leben eure Augenbrauen noch? Die, das brennt immer noch. Sie mussten sowieso wiederbelebt. Geht weiter. Viel Spaß. So, aber ein einfaches Brennmuster, okay. Immer das Gleiche. Ja, kannst du hier wieder reinlegen. Boy. Hätte so einfach sein können, aber so war das jedenfalls spannend. Ja, aber hätte auch keiner ahnen können, dass wenn man da so ein Ding drückt, doch, dass das Feuer musste sich ändern. Abaddon. Ich kann mich um Balthasars Schutz kümmern, aber die Tür wird noch von etwas anderem versperrt. Schaut euch um. Ganz viele Steine. Optimal, da ist ein Sternchen dran, wo man schauen soll. Riesige Kugeln hier. Keine Ahnung, welche Funktion sie haben. Man kann durchgucken. Ja. Grauen, da drin ist ein. Da ist ein Dreiecksprisma. Genau das, was du als Reittier hast. Was du als kleines Viech hast. Das ist da drin. Das, was du als Viech hast, das war gerade eben bei mir auf der anderen Seite und ich habe mich mega gewundert. Was ist das denn für ein Ding? Was ist das überhaupt? Sieht uralt aus. Ist eine Melone mit einer Lichterkette? Ein Mechanismus. Durch den Mechanismus besteht eine Verbindung zu diesen Nebenräumen. Vielleicht findet sich in diesen Nebenräumen... Hey, die Tür! Und schon ist sie zu. Habt ihr etwas gesagt? Durch diese Tür dringt kein Laut. Ach nein, noch mehr Wächter. Hey, macht euch keine Gedanken um mich. Ich komme schon klar. Oh, jetzt brennt der Boden noch einmal eine Pause. Ja. Mein Tiergefährte ist schwer verwundet. Ich habe dich gewählt. Ist das so ein bisschen so wie der Schlechter bei Diablo? Ja. Fleisch.
Zombiefleisch gut, Menschenfleisch besser. Eine Kugel hat aufgeleuchtet. Ein gutes Zeichen. Schauen wir einmal, was ich... Das sieht aus wie das Geröll am Eingang, nur größer. Erfrischend. Was soll das denn jetzt? Okay, die spielen ja auf jeden Fall mit krassen Bodeneffekten. Spürt meinen Zorn! Nützt ihnen aber wenig. Was auch immer ihr getan habt, es hat gewirkt. Jetzt leuchten beide Kugeln. Und der Schutz ist deaktiviert. Ich probiere einmal die Tür aus. Und ihr habt gedacht, die ganze Arbeit wäre umsonst gewesen. Das hätte ich nie gedacht. Oh, schon gut. Das war ich wohl selbst. Immer diese Ungläubigen. Da ist die Streiksprisma. Ah. Das Auge von Yantir. Dort. Los! Das dürfte ein Twitch-Follow, glaube ich, gewesen sein. Unsere Anwesenheit gefällt ihm nicht. Vielleicht kann ich das Biest verlangsamen, oh ja, um es zu töten. Aber passt bei allem, was ihr tut, auf, dass ihr es nicht tötet. Das ist genau, was ich gerade sagte. Hört ihr mir denn gar nicht zu? Entschuldigung, habt ihr gerade etwas gesagt? Erfrischend. Wenn schon die Charaktere so reden wie wir in echt. Ich mache mir Gedanken. Dieses Dreieckding greift mich an. Was soll denn das? Das ist ein Gegner. Ich fühle mich gut. Ich kann es auch angreifen. Ja, aber es kriegt keinen Schaden. Was? Unverwundbar. Okay. Das lässt uns jetzt in Ruhe. Wir gehen weiter. Sehr schön. Es hat uns am Leben gelassen. Es muss erkannt haben, dass in uns der wahre Blick schlummert. Jetzt wird es uns zum letzten Aspekt bringen. Ihr und ich, wir sind auserwählt. In seiner Gegenwart werden wir Lazarus sehen können, wenn er erneut ersteht. Wäre Lazarus sonst unsichtbar? Und das ist die Erkenntnis, die ihr daraus gewinnt? Oh, eine große Statue. Es ist so eine Mossad-Sache wie das Schweben und die Unsterblichkeit. Damit ließ ich mal Eindruck schinden. Wir dürfen das Auge nicht verlieren. Wo ist es? Nur Geduld. Es wird hier irgendwo in der Nähe sein. Schaut! Dort ist der letzte Aspekt. Balthasar ist allerdings nicht in Sicht. Verflucht. Ich hatte so darauf gehofft. Nein, kein Balthasar. Geht es euch gut? Ja. Ich habe halt schon sehr lange auf diesen Moment gewartet. Also, wie lautet der Plan? Verteilen wir die Aspekte, sodass wir sie gut beobachten können. Wärt ihr so nett? Ja. Müssen wir irgendeinen Zauber wirken? Wenn es nach der Legende geht, dann nicht. Allein schon die Tatsache, dass die Aspekte alle zusammen sind, sollte dafür sorgen, dass sie verschmelzen. Und zwar jetzt jeden Augenblick. Was? Ganz ruhig. Ich habe die wahre glänzende Klinge dabei. Sie wird seine Verteidigung schwächen, damit wir ihn töten können. Oh, nun bin ich aber erleichtert. Ein Kampf gegen einen Mursat. Und ihr habt tatsächlich das ganz große Messer mitgebracht. Es handelt sich um ein Relikt. In diesem alten Ding stecken Jahrhunderte an Geschichte und Magie. Die in ihm eingeschlossenen Schreie des weißen Mantels lassen einem das Blut in den Adern gefrieren. Habt ihr schon einmal versucht, mit eurem schicken Schwert auf die Aspekte einzuhauen? Unzerstörbar, gut und schön. Aber vielleicht verpasst es ihnen zumindest eine Delle. Ich habe auf den perfekten Moment für so etwas gewartet. Es ist an der Zeit. Seid ihr bereit, eine Prophezeiung zu erfüllen? So bereit wie schon lange nicht mehr. Augenblick mal, was? Schon gut. Seid einfach bereit. Das wird kein Kindergeburtstag. Was genau möchtet ihr damit sagen? Ich meine, dass nur wir beide dieser tragischen Geschichte ein Ende setzen können. Lazarus wird nicht so einfach zu besiegen sein. Gut. Wer war Lazarus nochmal? Ach ja, das war doch hier, war der nicht vom weißen Mantel oder sowas? Ja, als das, was sich Balthasar ausgegeben hat.
Wir haben keine Zeit, darüber nachzudenken. Es geschieht bereits. Kommt schon, Lazarus, faulige Krankheit. Erhebt euch! Endlich! Nett. Ach, mein finsterer Schlaf ist... Ach, was ist... Ach, ein weiterer Verrat durch die Menschen? Hallo, werte Nemesis. Livia, ihr seht gut aus. Für einen Menschen eures Alters heißt das. Ihr habt euch überhaupt nicht verändert. Oh, diese Haare... Livia, ich habe euch erwartet. Ihr habt euch nach mir verzehrt, all die Zeit. Ihr werdet schon sehen. Die Livia? Ich erkläre es später. Er versucht sich erneut zu teilen. Das können wir nicht zu... Das ist für Kreiter. Für alle, die euch anheimgefallen sind, Hexer. Moment, was? Ja. Ich bin leicht überfordert gerade gewesen. Ich auch. Tut weh, oder? Dieser Kampf ist auch nicht ganz ohne. Welcher Kampf? Ich bin gestorben. Ne, du lebst wieder. Ja, jetzt habe ich es noch wieder geschafft, aber... Kann mich jemand mal aufheben? Nö. Ich brauche Hilfe! Ich war ganz schön in der Klemme. Die Kugeln, die einen verfolgen, die sind schon heftig. Na, du müsst hier durch das Auge ziehen, weil, dann werden die zu diesen Mannequins, dann kann man die töten. Würde ich ja gerne machen, aber das Auge ist gerade noch weiter in die Wand reingegangen und ich konnte dir nicht mehr folgen. Ja, wir müssen auch erstmal ein paar Mannequins töten. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich glaube, da machen wir keine Zeit, mich umzugucken, weil die Dinger mich so extrem verfolgen, dass ich dann sterbe. Dann machen wir ein Fortsetzungsfolg draus.